Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind bei Let's Play Zelda Breath of the Wild Teil 40. Wir haben da unten im Akala unten in dem Sumpf hier diese ganzen Wächterleichen geplündert und uns deren antike Schrauben, Federn und Zahnräder geholt und sind weiterhin auf der Suche nach 20 weiteren Zahnrädern, um uns die antike Rüstung fertig zu bauen. Ja, das ist unser Ziel, was wir uns gerade gesteckt haben. Ich musste nur gerade mal gucken, ob wir hier abstürzen oder nicht. Und ja, ich bin noch auf der Suche nach Wächtern, weil wie gesagt, 20 fehlen noch. Wir haben noch einen Pfeil dafür. Ja. Die Frage ist halt, ob ich mir nochmal welche herstellen gehe. Weil wenn wir fünf von den fliegenden Dingern zerlegen, müsste es eigentlich reichen. Dann bauen wir uns noch fünf Pfeile. Hinzu, dass wir dann doch noch mal 400 Rubine irgendwo herkriegen und holen uns dann die antike Rüstung. Und gehen dann zurück in die Gerudo-Wüste. Oh, da bin ich wieder. Was brauchen wir dafür? Antike Axen, antike Federn. Haben wir ja mittlerweile genug. Ah, fuck, wir brauchen aber auch noch sechs antike Kerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Egal, wir gehen wieder hier zum Akala-Turm, genau. Und zerstören da die fliegenden Dinger. Das fand ich nämlich ganz gut. Die haben nämlich vier Zahnräder gegeben. Vielleicht war das auch Zufall, aber vielleicht auch nicht. Viel mehr Probleme bereiten mir die antiken Reaktorkerne jetzt, wo ich so genau drüber nachdenke. Oh, dem Jungen ist hier kalt. Dann schnell runter. Das Ding lebt, das weiß ich. So, wir waren ja hier hochgeklettert. Nein, 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 nicht weiter runterfallen, da wäre ich euch ziemlich dankbar, ihr Dinger. Danke. Du, 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 du. Ein Zahnrad. Zwei Zahnräder. Drei. Die droppen auf jeden Fall wesentlich mehr. Ja, runter ging das ziemlich schnell hier. Warum tragen wir nicht die Klettermütze? That's a good question.
Nein! Ach Gott. Stellt sich auch manchmal an wie der erste Mensch. Hast du schon so viel Ausdauer, Junge? Gewittert sie gerade mal nicht. Gute Reise. Was hat er da gelassen? Der hat eine Waffe, oder? Toll, sieht man nicht. Ach, ist egal. Scheint auch Angst davor zu haben. Komm her, mein Freund. Was? Mistvieh. Hä? Da-da-da-dim. Rostiger Zweihänder. Na gut, zerlegen wir den mal. Oh nein, voll Fledermaus. Thank you.
Und hat er verloren, wie schade. Sehr schön. Wieder so ein Fettsack. Okay. Dann führt uns unser Weg dahin. Da fliegen nämlich noch so ein paar Dinger rum. Brauchen wir trotzdem nur noch antike Reaktorkerne. Was ein wenig schlecht ist. Weil ich glaube, wir haben die Zahnräder schneller zusammen als die antiken Reaktorkerne, was bedeutet, wir müssen wesentlich mehr Wächter zerlegen. Oder wir müssen gucken, ob wir den riesen antiken Reaktorkern vielleicht zerlegen können. Wenn wir das in drei kleine hinkriegen würden, wäre das doch gar nicht schlecht. Ich auch sehr geil. Das Ding hat seinen eigenen Scheiß gefressen. So, das hat auch schon mal gar nicht so schlecht funktioniert. Ziehen wir jetzt noch das da an. Ich würde interessieren, ob die Rüstung, wenn wir sie hätten,
Hyrule Ritterrüstung auch magnetisch. Böse. Hallo? Ja, mach's gut. Wir speichern mal. Haben wir lange nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Schrein. Auf jeden Fall echt darum. Oh Gott, wie viele Pfeile haben wir denn davon? Vier. Würde quasi genau ausreichen für die zwei Laufenden und die zwei Fliegenden. Fuck, dieses verschissene Bein getroffen. Beschütze dich. Okay, erstens hatte der keinen Reaktorkern. Zweitens haben wir einen Pfeil verschossen. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, ob es Zufallsprinzip ist, ob so einer einen Reaktorkern droppt oder nicht. Und wenn es Zufallsprinzip ist, zerlegen wir so lange Wächter. Speichernd und planend, bis sie einen Reaktorkern droppen. Zu schlagen sehr unrealistisch ein. Nicht vom Aussehen, aber von der Wahl ihres Ziels her quasi. So, speichern wir nochmal hier. So, jetzt warten wir erstmal einen Moment, bis das Gewitter vorbei ist. Das ist ja nicht mehr lange. Dann gehen wir da runter und pumpen. Komm schon, so lange kann das jetzt nicht mehr dauern. Acht Uhr hört's auf. Und oh, das ist voll den Richter getroffen. Ist ihm auch Leben abgenommen? Ja, der schießt wohin. Speichern.
Klasse. Rechte ist ein Sitzender, also das Fest. Nehmen wir uns also später. Ja, ich weiß, dass ein Schrein in der Nähe ist, Mensch. Die Anzeige geht dann manchmal echt auf den Keks vom Ton her. Okay, warum nicht, wenn wir gerade hier sind? Solange es nicht ist, gegen einen Wächter zu kämpfen. Mann, was habe ich denn gesagt? Kraftprobe leicht. Okay, wenn die Kraftprobe so leicht ist, dann probieren wir sie doch mal. Mit dem Zora-Schild. Ja, okay. Der schaut auch leicht aus. Das Gebet nicht. Du. Wunderbra. Warum ist direkt vor Schloss Hyrule, nicht, dass ich mich beschweren will, aber ein leichter Schrein? Das macht irgendwie wenig Sinn. Oh. Sehr schön. Ja, bla bla, danke. Alles klar, nochmal danke. Mach's gut. So, jetzt haben wir noch 6 Minuten knapp. Mal gucken, ob wir in der Zeit wirklich noch 3 Wächter hinkriegen zu plätten. Wenn sie günstig fliegen oder günstig uns in die Arme laufen, sollte das ja kein Problem sein. Und dann könnten die eigentlich endlich mal Reaktorkerne droppen. Und am besten keine Riesenreaktorkerne, sondern normale. Ich will mich ja nicht beschweren, aber. Antike Achse. Wie viele Dinge haben wir denn jetzt, Zahnrede? Eigentlich 51, fehlen sowieso nur noch 9. Hier unten sieht es nicht so schön aus, wie von Ganons Verheerung.
wollt ihr denn hier? Kein Reaktorkern. Das will ich jetzt aber echt mal ausprobieren an der Stelle, weil wir stehen ja kurz davor. Mal sehen, ob das wirklich Zufallsprinzip ist oder ob die quasi nicht vorherbestimmt sind, aber ob der Loot vorherbestimmt ist quasi. Und bumm. Schon wieder nicht dabei. Was ja grundprinzipiell kein Problem ist, aber es wäre natürlich mal gut zu wissen. Und zack. Okay, der Loot ist auf jeden Fall unterschiedlich. Ich meine, eben waren es drei Achsen. Drei Zahnräder, die wir bekommen haben. Aber habt ihr das vorhin gesehen, hier auch in dem Video? Es war interessant. Dieser eine komische Turm schießt auf uns. Wir machen das Schild von unserem Goron-Freund. Und das Teil geht auf einmal drauf. Das heißt, der Explosionsradius davon scheint auch dieses Vieh zu beschädigen, weil es hat auch den blauen Blub zerstört. Ja, der Loot ist unterschiedlich. 23 Zahnräder. Wir haben jetzt viermal zerstört. 0 von 4 Malen war ein Reaktorkern dabei. Also entweder ist dessen Dropchance echt gering. Oder es gibt vielleicht doch nur bestimmte, die den droppen. Oder man kann ihn tatsächlich... Wobei, wir haben ihn schon in so einem Teil gefunden. Ja, ich werde mal leicht panisch kurz vorm Schluss. Ein Zahnrad diesmal nur. Ja, wir opfern jetzt die letzten Minuten, die wir jetzt haben, nochmal dem Test, ob das funktioniert oder nicht. Ist egal, ist sowieso nur ein Test. Da einmal daneben schießen. Wayne Train. Wobei, wenn du jetzt einen Reaktorkern droppst, wäre das natürlich... Fuck! Oh nein! Da ist einer. Aber das ist tatsächlich das, was wir wissen wollten. Weil, das ist gut. Das ist echt... Wie viele Pfeile haben wir jetzt noch? Weil dann kann ich mal nachsehen, ob... Nicht nachsehen, wir machen das einfach so. Ich, einen haben wir noch, schade. Ich werde das dann doch auch wieder alleine machen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit angucken wollt, während ich da Reaktorkerne quasi farme oder ob das auch wieder eine Sache ist, die man einem selbst überlassen kann, wegen Speichern, Laden und so weiter. Weil dann würde ich jetzt nochmal 5 Pfeile herstellen gehen und mich dann auf Wächter-Laden-Speichern-Tour begeben. Aber gut. Mehr davon dann quasi im nächsten Gameplay oder auch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo. Darüber freue ich mich. Danke!